Sind das die Beine der Profis von morgen? Knapp 200 junge Spieler jagten beim vierten HGL-Cup des SC Eckenheit jedenfalls den Ball nach. Am Ende hatte Bayern München dank eines 2:1-Sieges im Finale des Bundesliga-Vergleichsturniers gegen den VfB Stuttgart die Nase vorn. Prominentester Beobachter des U11-Turniers war der frühere Clubprofi und Ex-Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft Tomáš Galášek, der für den SC Eckenheit die Gäste von Sparta Prag betreute. Herr Galášek, Sie unterstützen den SC Eckenheit hier beim HGL Cup und betreuen die Sparta Prag. Ja, das klappt. Ich habe als Betreuer unsere Sparta Prag bekommen, dass ich kann betreuen und was brauche, dann kann ich mithelfen. Aber hast du auch recht, dass ich für Eckenheit bin, dass meine Wohnort ist. Sie fühlen sich hier wohl in Eckenheit? Ja, hier gefällt mir sehr gut und deswegen sind wir auch bisher geblieben. Und Ihr Sohn spielt hier in Eckenheide auch Fußball? Ja, momentan, ich denke, das für Spaß, um was mache, um mit Schule kombiniere, das ist echt gut, dass hier bei Eckenheide kann noch Fußball spielen. Frau Hoffmann, Sie sind zum vierten Mal bei dem HGL Cup dabei. Wie hat sich denn das Turnier aus Ihrer Sicht entwickelt? Also es wächst natürlich mit der Teilnehmerzahl. Es sind jedes Jahr neue Mannschaften dabei, auch internationale Mannschaften jetzt inzwischen. Es ist sportlich sehr attraktiv für uns. Ich denke auch für alle anderen Mannschaften. Ich finde es auch einen guten Gedanken, dass man auch die kleinen Vereine hier mit reinnimmt, dass auch die kleinen Vereine mal die Chance haben, gegen so große Teams zu spielen. Also finde ich einen super Ansatz und wir freuen uns auch nächstes Jahr wieder hier sein zu dürfen. Und für Sie kommt wahrscheinlich auch ganz gelegen, dass Sie mal nicht weit fahren müssen nach Frankfurt, Stuttgart oder so, sondern mal einfach vor der Haustür spielen können. Ja, das ist natürlich für uns super attraktiv. Wir fahren sonst in ganz Deutschland rum, teilweise 500 Kilometer, um ins Ruhrgebiet zu fahren, um uns da mit den Westclubs zu messen. Die haben die Möglichkeit, die spielen eine reine Bundesliga-Runde mit den Elfjährigen. Das ist bei uns in Bayern nicht möglich, weil die Vereine einfach zu weit auseinander liegen. Aber solche Turniere retten uns natürlich und wir finden es schön, dass es natürlich hier vor der Haustür auch mal so ein Turnier stattfindet. Es gibt noch 2, 3 andere Turniere, in der Halle vor allem, wo kleine Vereine uns da entgegenkommen und solche Turniere ausrichten und es ist einfach nur super. Herr Gruber, Sie sind ja einer der Väter des HGL-Cups hier in Eckenheit. Wie ist denn damals die Idee überhaupt entstanden? Ja, die Idee ist ganz einfach aus dem Grund entstanden. Ich habe sehr viele Turniere mit meinem Sohn besucht, der damals beim Club gespielt hat. Und da hat mich gereizt, so ein Turnier zu organisieren, vor allem den Kindern auf dem flachen Land war hier einfach mal so ein Erlebnis zu geben, um auch mal gegen größere Vereine zu spielen. Es sind lauter große Vereine hier. Bayern München ist da, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, jetzt auch Sparta Prag. Wie kommt man an solche Vereine überhaupt dran, als ein kleiner Verein wie der SC Eckenheit? Ja, das sind einfach die guten Empfehlungen von den großen Vereinen, die man natürlich irgendwann mal locken musste. Aber ich habe sehr gute Kontakte über den FCN zu den anderen Vereinen und so wird man weiterempfohlen und kann eben auch diese Vereine gewinnen, in Eckenheit zu starten. Herr Packer, Sie trainieren die U11 des FC Bayern München. Was treibt Sie hier nach Franken? Wie ist es gekommen, dass Sie hier bei dem Turnier antreten? Ja, die U11 von Bayern war ja letztes Jahr schon hier, konnte das Turnier gewinnen mit Andi Wölkermer als Trainer und ja, als Titelverteidiger muss man natürlich herkommen. Und außerdem hat er mir gesagt, dass es ein sehr gutes Turnier ist, was ich bis hierhin auch bestätigen kann. Also es ist super organisiert von vorne bis hinten und das Wetter spielt auch mit heute, also schönes Turnier. Herr Körner, Sie kommen aus Pasching mit Ihrem Team, also aus Österreich. Wie kommt man da nach Eckenheit zum Fußballturnier? Ja, wir sind vor 2 Jahren eingeladen worden
an dieser tollen Veranstaltung. Und da haben wir natürlich zugesagt und wir bemühen uns natürlich, dass wir diese unseren Bashing und die Einladungen heute erfolgreich umzusetzen. Wie lange haben Sie denn gebraucht für die Anfahrt? Sind Sie schon am Freitag angereist? Ja, für solche Turniere reisen wir immer am Vortag an. Wir sind am Freitag angereist, sind um 5 Uhr weggefahren von Linz und sind so gegen 8:30 angekommen. Es ist ja doch ein ziemlicher Aufwand. Machen da die Eltern auch mit? Der Aufwand ist enorm, das stimmt, das ist korrekt. Aber die Eltern sind mit vollem Ehrgeiz dabei und das ist eigentlich das Schöne dran.